war bei DM. Ich habe bei DM bestellt und ich habe auch bei Look Fantastic bestellt. Zum Naschen dabei, was für die Deko und auch Hautpflege. Süß einfach auch die Farbe. Es ist der Oberhammer. Also genau für mich gemacht. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Ich war bei DM, ich habe bei DM bestellt und ich habe auch bei Look Fantastic bestellt, genau. Jetzt möchte ich euch heute alles zeigen, es ist ziemlich, ziemlich viel und ich hatte natürlich ordentlich Spaß. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch Spaß, euch das alles anzugucken, lasst euch vielleicht inspirieren. Genau, ich fange jetzt mit etwas an, das habe ich bei DM kaufen wollen, aber das hatten sie noch nicht. Das heißt, ich war ganz kurz bei Müller und ja, da haben wir es auch schon. Ich war super gehypt. Ist ja in aller Munde. Chiquita's Place hat auch schon ziemlich früh ein Video darüber gemacht. Das ist die Maybelline New York, die neue Superstay 24-Hour Skin Tint Foundation. Wie auch immer ist das überhaupt eine... Also es ist ein Skin Tint und es ist sogar Vitamin C drin. Das heißt, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe auch schon gesehen, ich habe es halt direkt bei Müller ausprobiert. Und ich glaube, die DM hat das online wenigstens auch. Also es sah da halt super passend aus. Und als ich dann aber zum Auto ging und schon bezahlt hatte, hatte ich gesehen, dass es ein bisschen nachgedunkelt hat. Es sieht jetzt hier auf der Hand super schön aus, finde ich. Aber selbst hier sieht es gerade ein bisschen dunkel aus. Das heißt, wohl oder übel, ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen dunkler werden müssen. Zum Sommer hin ist das aber wahrscheinlich kein Problem. Ansonsten muss ich die wahrscheinlich weiter wandern lassen. Also ich muss sagen, hier in dem Kameradisplay-Dings sieht das jetzt ein bisschen, also im Tablet, sieht das ein bisschen krasser aus als in echt. Hier würde ich jetzt sagen, es passt. Perfekt, darf nur nicht nachdunkeln. Aber ja, mal gucken. Eigentlich habe ich die auch noch mal, das hier ist jetzt die Nummer 30, habe ich die eigentlich auch noch mal in der Post, meine ich. Ich weiß aber gerade nicht mehr, welche Farbe das war. Auf jeden Fall fühlt sie sich super schön an, als hätte man gar nichts drauf. Tatsächlich, es ist ziemlich schön. Also guckt euch das gerne mal an. Aber kauft lieber ein bisschen heller, als perfekt aussieht, sag ich mal, weil... Ja, das dunkelt doch ein bisschen nach. Ihr könnt ja nachher nochmal gucken. Also ich finde, jetzt sieht man es schon zum Teil, aber es kann auch sein, dass hier das Vorschaubild ein bisschen täuscht. Genau, das hatte ich auch bei Müller mitgenommen. Das gab es aber auf jeden Fall auch bei DM. Das ist von Essence. Das stand jetzt hier in diesem Bereich der Limited Editions. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Limited Edition ist oder ob das jetzt ins feste Sortiment geht. Das ist jedenfalls 8 Hours Matte Liquid Lipstick und da habe ich einmal die Farbe Soft Beige 03 mitgenommen und einmal Rosy Nude, also relativ langweilig hier. Die beiden Farben, das sind halt immer so die beiden Töne, die ich, wenn überhaupt, nehme und gerade diese matten Sachen, ich finde das immer so hübsch, aber meistens sind meine Lippen dafür einfach zu trocken. Ich werde euch die jetzt nochmal ganz kurz hier swatchen. Schon mal dabei sind. Ja, es sieht leider so aus, als würde das machen, was es immer macht. Ich hatte allerdings auch schon mal was von Maybelline. Das konnte ich auf Lippenpflege auftragen. Das war auch irgendwie so ein bisschen matt, hat sich aber nicht angelöst. Komischerweise wurde aber auch insgesamt nicht so sehr trocken. So, genau, das sind die beiden Farben. Oben ist Soft Beige und unten ist der Rosy Nude. Genau. Also es sieht erstmal ganz schön aus, aber eben auch so ein bisschen musig, sag ich mal, genau. So viel dazu. Dann ist hier etwas, das wollte ich mir kaufen, das habe ich aber netterweise zur Verfügung gestellt gekriegt, hier von Maybelline. Das ist die neue The Falsy Surreal. Surreal? Die neue Mascara jedenfalls. Und ich finde die Verpackung sowas von mega schön. Das ist momentan meine Lieblingsfarbe tatsächlich. Das hat ein Faserbürstchen und... Ja, es ist ziemlich schwarz, wie man sehen kann. Die hatten ja schon mal so eine ähnliche Verpackung in Weiß mit Gelb allerdings. Die fand ich schon nicht so mega gut. Und ich muss auch hier sagen, also wenn man nur eine Schicht auftragen möchte, weil geschichtet gekriegt habe ich die nur schlecht tatsächlich. Falls ich dazu Aufnahmen habe, dann blende ich euch die ein. Und wenn nicht, dann entweder mache ich noch welche oder ich habe halt keine. Es tut mir leid. Auf jeden Fall finde ich die tatsächlich leider nur so mittelmäßig. Das tut mir sehr leid. Ich muss aber auch momentan echt zugeben, dass meine Wimpern im Moment irgendwie ein bisschen... Ich habe das mit dem Wimpernserum ein bisschen schleifen lassen und ja... Das ist dann das Resultat. Aber auf jeden Fall hat die mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Da bin ich von Maybelline deutlich bessere gewohnt. Aber wenn man das etwas natürlicher mag und dafür hat sie schon einen guten Job gemacht. Das kann man sagen. Ich habe das Gefühl, ich labere heute übrigens ohne Ende. Das heißt, also ich habe auch ohne Ende Produkte hier heute. Das Video wird wahrscheinlich ziemlich lang. So, guckt euch die gerne trotzdem mal an. Es hat halt auch einen stolzen Preis. 14, 15 Euro, meine ich, kostet die. Und ja... Ja, also ich finde sie okay, wenn man es ein bisschen natürlicher mag. Schichten finde ich eher unpraktisch bei dir. Ja,
So viel dazu. Aber die Verpackung ist wunderschön. Also ich hätte sie so oder so gekauft, ne? Gut, das war das. Dann war ich halt in der Filiale auch, weil ich aus dieser Fuß Limited Edition etwas haben wollte. Das hatte ich jetzt online, meine ich, nicht mehr bekommen. Und ich habe mir von meiner Freundin Sani sagen lassen, dass diese Fußsocken hier, diese Masken, diese Fußsockenmasken total gut sein sollen. Die hat sie nämlich, also sie kennt sich sehr gut mit Fußpflege aus und sie macht das beruflich und so und sie sagte, dass die halt ziemlich gut sind. Ich hatte vom letzten Jahr tatsächlich vor ein paar Tagen erst die, da gab es ja letztes Jahr, meine ich, mit Peach, die Limited Edition. Und jetzt ist das hier halt mit Passionsfrucht, genau. Auf jeden Fall waren die richtig schön. Und deswegen habe ich mir davon gleich zwei mitgenommen. Es gibt ja auch welche bei Action, aber die hier, ich habe das Gefühl, also danach sind die Füße echt immer richtig, richtig, richtig schön zart und weich. Also die gefallen mir sehr gut. Kostet natürlich auch 3 Euro das Stück. Das ist halt nicht gerade günstig, genau. Und dann konnte ich es nicht sein lassen und wollte nochmal irgendwas mehr oder weniger Sinnvolles aus dieser Limited Edition mitnehmen. Und da ist es dann hier die Blasenpflaster-Mixbox geworden. Also das ist so eine Blech. Dose hier und da sind halt Blasenpflaster in scheinbar verschiedenen Größen drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch nur... Naja, auf jeden Fall ist das sehr süß. Und ich fand das irgendwie cute. Kann man halt mal mit einpacken. Da kann man natürlich auch, wenn die Dinger leer sind, auch irgendwas anderes reinmachen, je nach Größe. Und genau, das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich hübsch. So, das war's aus der Limited Edition. Und dann habe ich, das habe ich nämlich irgendwie online vergessen gehabt, meine Seifen sind tatsächlich leer. Und ich hatte die anderen schon entsorgt, weil ich dachte, ich hätte noch welche. Aber ich hatte tatsächlich keine Handseife mehr. Und jetzt habe ich mir die hier geholt, die Hawaiian Dream Handseife. Sommerlicher Duft nach Kokosnuss. Die ist ja jetzt... Es ist die Sommersaisonseife letztendlich. Und ich hatte vorher die mit Melone. Wassermelone war das. Die war auch ziemlich schön. Die war eben auch sehr tropisch. Und damit sollte es jetzt weitergehen. Oh, Moment, ich habe mir schon wieder wie so oft die Nase voll geschmiert. Ich hoffe, da ist nichts mehr. Auf jeden Fall riecht die sehr gut. Halt nach Kokos und so ein bisschen blumig. Genau mein Geschmack tatsächlich. Liebe ich. Finde ich schön. Muss unbedingt her. Genau, dann hatte ich noch zweimal Geschenkpapier mitgenommen, weil mein Sohn Geburtstag hatte und das habe ich aber schon verbraucht. Und das hier hatte ich tatsächlich total vergessen, hatte ich noch mitgenommen. Das ist so ein eigentlich weißes, recht breites Geschenkband und das hat so einen, changierenden Effekt. Hätte ihm jetzt wahrscheinlich eh nicht so gefallen, von daher ist okay, dass ich das vergessen habe. Aber ja, sowas kann man immer mal da haben, finde ich, genau. So, dann habe ich ja noch bei DM bestellt, das zeige ich euch gleich. Ich möchte jetzt aber ganz kurz einmal Look Fantastic zwischenschieben. Das ist eigentlich auch nicht viel. Moment. So, also bei Look Fantastic durfte ich mir ein bisschen was aussuchen und da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, da ich verlinke euch alles Mögliche in der Infobox. Und mit meinem Code ALINALF, also Look Fantastic, könnt ihr bis zu 20% auf nicht reduzierte Sachen sparen und 5% auf reduzierte Sachen, genau. Und ich verlinke euch alles in der Infobox auf jeden Fall. So, das hier wollte ich schon seit Ewigkeiten ausprobieren. Ich habe ja so ein Problem mit Haarprodukten und ich habe mir sagen lassen, ich meine, Olaplex kennt eh jeder. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber ich habe mir sagen lassen, dass wenn man irgendwas zuerst ausprobieren möchte, dass es die Nummer 6 sein soll. Das ist jetzt ein Bond Smoother Leave-In Styling Treatment. Genau, und da sind jetzt 100 Milliliter drin, kostet normalerweise um die 30 Euro. Das war da jetzt halt günstiger und ja, ich bin total gespannt. Das Zeug ist ja nun in aller Munde. Ich habe auch schon gehört, übrigens für Leute, die, es gibt ja mittlerweile einige Reihen davon, die das so ein bisschen nachahmen wollen. Aber tatsächlich können sie es niemals komplett, was heißt niemals? Also ich glaube, die nächsten 34 Jahre haben die Patent angemeldet auf diese Art und Weise der Wirksamkeit und auf diesen Inhaltsstoff. So war das. Auf jeden Fall kann man das quasi jetzt erstmal gar nicht. Ist gar nicht erlaubt nachzumachen und man kann es nur so ein bisschen, ja. Also das ist auf jeden Fall... Erstmal die Konsistenz von diesem Haarfluid. Das soll man in die Spitzen geben. Das soll ganz toll. Wisst ihr, ich mache das einfach mal eben direkt hier unten rein. Einfach mal ganz wenig. Das soll einfach so ein bisschen versiegen. Es soll so ein bisschen smooth machen. Das kann ich tatsächlich auch gebrauchen. Ich habe immer irgendwie, also ich neige schnell zu Spliss. Auch meine künstlichen Haare, meine Extensions, die sowieso auch, weil ich die nicht gerade zart behandle. Und ja. Da kann man das natürlich immer gebrauchen, dass das unten ein bisschen schöner aussieht. Ich finde auch, dass so kaputte Spitzen einfach schnell stumpf aussehen und sich nicht mehr so schön hinlegen und einfach total kratzig aussehen. Ich hoffe, dass das davon auf jeden Fall besser wird. Langzeittest werde ich euch auf jeden Fall irgendwann mitteilen. Jetzt erstmal gerade macht das guten Eindruck und es riecht auch recht frisch. Genau, also da bin ich sehr gespannt drauf. So, als Dauerzustand, Daueranwendung, wie auch immer. Genau, also das durfte als erstes mit. Dann...
wollte ich den hier unbedingt schon länger ausprobieren von NYX, den Wonderstick. Das ist ja so ein Konturstick, da habe ich euch auch einmal Aufnahmen gemacht, wie ich den aufgetragen habe. Der ist halt, das ist ein Konturstick eben, also es ist ein Cremeprodukt und ich habe jetzt hier die hellere Farbe, meine ich, genommen. Steht das hier irgendwo? Ja, Light Medium, genau. Das reicht für mich tatsächlich auch total aus. Ich würde es jetzt nicht dunkler nehmen, es sei denn, man mag es extrem, extrem. Also man konnte es sowohl leicht auftragen als auch ein bisschen stärker, dann musste man es allerdings schichten und was ich auch richtig schön fand, war der Highlighter, dass der halt auch nicht so kühl war. Das mochte ich ziemlich gerne. Es könnte aber tatsächlich sein, dass das für sehr helle Hautfarben irgendwie nicht so der niceste Highlighter ist. Aber dennoch finde ich, dass sich das ziemlich schön gesetzt hat und auch ziemlich, ja, gut gehalten hat. Ich musste den nämlich zweimal auftragen, das erzähle ich euch aber gleich nochmal. Ich hatte nämlich auch leider ein Flop-Produkt dabei. Das ist allerdings eins von den guten, das hat mir gut gefallen. Ja, dann habe ich mir hier einen und den hatte ich schon mal von meiner lieben Blue Anime Cat als kleine Größe. Und ja, jetzt hatte sich das angeboten. Ich mag ja so gerne Too Faced, wenn auch oft die Qualität eher mittelmäßig ist. Aber die Verpackungen, das ist einfach immer wirklich ein... Es ist einfach ein Erlebnis. Ich habe jetzt hier jedenfalls, das ist auch so ein Klassiker von Too Faced, den Chocolate Soleil Bronzer, der Matte Bronzer ist das. Und genau, die haben da auch so, ich glaube, zwei, drei verschiedene Töne. Die Verpackung alleine schon finde ich mega, mega schön. Wenn man den aufmacht, riecht der übrigens nach Schokolade. Genau, dann ist das hier einfach so schön reingestanzt und es riecht halt nach Schokolade, ne? Und der ist halt sehr gleichmäßig, sowohl auf noch nicht ganz gesetteter Base, als auch auf, ja, nicht wirklich gar nicht gesetteter Base und auf gesetteter Base natürlich sowieso. Genau, den finde ich ziemlich schön. Da freue ich mich jetzt sehr, dass ich davon ein großes Produkt habe, weil ich das von meiner Freundin tatsächlich auch schon fast aufgebraucht hatte. Das war nur so eine ganz kleine Probe. Ja, hat mir aber tatsächlich so gut gefallen, dass ich es gerne in groß haben wollte. Also vielen lieben Dank dafür. Und ja, also auch der, er wird einfach super gleichmäßig. Ich mag den total. Ja. Tatsächlich mögen den auch viele andere sehr gerne. Und das ist ein All-Time-Favorite, zum Beispiel auch von der lieben Meloflori, meine ich. Ja, genau. Dann haben wir den auch. Wir gehen jetzt mal kurz zu diesem hier über. Vor Ewigkeiten hat mir eine Followerin diesen Duft empfohlen, weil es darum ging, irgendwie in meiner ganz alten Pflegesammlung hatte ich ein Parfum, was nach Flieder roch. Und ich habe nie wieder eins gefunden. Ich habe jetzt auch nicht gezielt gesucht, muss ich sagen. Aber ich dachte immer, gibt es halt einfach nicht. Und ich wusste jetzt auch nicht, wo ich mich informieren könnte, obwohl es eigentlich ganz leicht war. Naja, jedenfalls hat sie gesagt, dass dieses hier das sein soll. Und ich habe das seit Jahren in einer Lesezeichen von der Website. In meinem Browser habe ich das seit Jahren. Und jetzt dachte ich, Mensch, ich hatte das nämlich teilweise total vergessen. Jetzt war es soweit. Ich habe es jetzt mitbestellt und wir riechen jetzt zusammen dran. Ich bin sehr gespannt. Genau, da gab es zwei Größen. Ich glaube, entweder 50 oder 100 Milliliter. Ich habe jetzt hier erstmal 30 genommen, weil das auch jetzt nicht gerade das günstigste Parfum ist. Aber ich hoffe, ja, es geht auf jeden Fall noch preislich, wenn man halt Parfums öfter kauft. Ah, also hier kommt ein sehr schöner Flakon, den man scheinbar liegen soll. Stellen ist hier auf jeden Fall nicht wirklich angebracht. Und jetzt bin ich gespannt, wie funktioniert es. Ach, das ist ganz soft hier oben. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken. Das riecht ja so schön. Es riecht nur, also es riecht viel hochwertiger nach Flieder, als ich das mal von Yves Rocher hatte. Also das riecht ganz zart nach Flieder. Es riecht nach Seife, nach frisch gewaschener Wäsche. Und blumig halt, aber richtig schön, richtig frisch, frisch gewaschen. Also danke für diese tolle... Oh mein Gott, ich glaube, das wird leider ein Parfum, was ich immer wieder nachkaufen werde. Ich bin bei Parfum eh so ein bisschen komisch. Wir werden jetzt nochmal kurz abwarten. Ist das eigentlich ein Eau de Toilette oder ein Eau de Parfum? Eau de Parfum tatsächlich auch. Wow, also ich hoffe, ich kriege keine Kopfschmerzen davon, weil das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Und also ganz toll, wenn das irgendeiner sich angucken möchte. Richtig schön. Es ist anders als das von Yves Rocher, was ich früher hatte, aber schön. Boah, ja, gefällt mir. So, ich mache jetzt mal ganz kurz weiter mit dem Flop. Da war ich nämlich richtig sauer. Pass mal auf, ich habe auch, hier sind noch zwei Produkte drin, die ich auch getestet habe. Und ich hatte mein Make-up komplett fertig. Und ich weiß, dass viele auf dieses Spray hier schwören. Das ist letztendlich, hier steht ja auch jetzt drauf, ein Over-Make-up Super UV-Spray ist das letztendlich. Und mit Hyaluronic Acid ist das und ja eben Lichtschutzfaktor 50. Und das soll man eben übers Make-up geben können, um dann ja durch den Sommer, durch den Tag eben einfach seinen Lichtschutzfaktor erhöhen zu können oder einfach erneuern zu können. Das soll man ja eben eigentlich alle zwei Stunden, meine ich, machen. Und ja, alle möglichen reden so toll über das Spray. Und entweder ich bin einfach zu doof, also bitte helft mir. Ich habe es auch verschieden geschüttelt und auch aus verschiedenen Blickwinkeln, Abständen aufgetragen.
Es hat mir einfach, ich war komplett fertig, es hat mir einfach mein gesamtes Make-up kaputt gemacht. Das hat es angelöst und es war fleckig. Es sah aus, als hätte ich Ausschlag irgendwie. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass ich es mir natürlich auch ein bisschen in die Haare gesprüht habe und ich hatte einfach überall weiße Flecken. Und dann hatte ich gehofft, dass sich das einfach setzt, dass ich das einfach nur hinsetzen muss und trocknen muss. Aber nein, es blieb dann tatsächlich so und ich musste duschen gehen und musste alles nochmal machen. Das fand ich nicht so gut. Das hat mich echt extrem geärgert. Ich bin froh, dass ich es mal ausprobiert habe. Ja, vielleicht habe ich auch noch irgendwie was falsch gemacht. Wie gesagt, ich habe aus verschiedenen Abständen gesprüht. Ich habe es geschüttelt. Ich habe es weniger geschüttelt. Ich möchte das jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr benutzen. Ich denke, ich werde das weitergeben. Das war leider nichts. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich es auch einfach falsch gemacht. Aber es war sehr interessant, das mal auszuprobieren, weil ich weiß, dass wirklich viele darauf schwören. Also es muss eigentlich an mir liegen. Aber es hat mich sehr geärgert. Ich möchte es nicht nochmal probieren. So, genau, das war nicht so nice. Dann habe ich hier noch zwei Sachen. Und ich habe noch zum Schluss ein richtig, richtig lustiges Produkt. Hier ist nochmal, das ist auch in aller Munde. Die beiden Sachen sind in aller Munde. Ich habe jetzt hier etwas kleinere Ausführungen mir davon bestellt, weil ich halt nicht wusste, ob ich es mag. Und genau, hier ist einmal die Mini MAC Stack Mascara. Die gibt es ja jetzt, ich glaube, ungefähr ein Jahr, kann das sein. Und genau, viele mögen die sehr, 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 sehr gerne. Pack die euch mal aus. Die sieht super stylisch aus. Wie gesagt, das ist jetzt eine etwas kleinere Größe. Die sieht halt super aus, ne? Die hat ein Silikonbürstchen und relativ viel Produkt dran. Also Stack heißt ja auch stapeln, meine ich. Also man kann sie auf jeden Fall sehr gut stapeln. Ich habe auch schon gehört und darauf möchte ich jetzt noch ein bisschen warten, weil durch meine Wimpern, wie gesagt, im Moment haben ist die Mascaras ein bisschen schwer. Mein Ergebnis war jetzt nicht so das Allerschönste. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das besser wird, wenn meine Wimpern erstens besser sind. Und ich habe schon öfter gehört, dass die erst so richtig gut wird, wenn sie ein bisschen offen war. Das gibt es ja manchmal bei Mascaren, dass die manchmal einfach zu nass sind am Anfang und dass die erst so ein bisschen reifen müssen, damit sie richtig gut sind. Und ich hoffe, dass das bei der hier auf jeden Fall so sein wird, weil ja, ich musste schon ziemlich viel abstreifen. Aber ich kann den Hype auf jeden Fall verstehen, weil die Verpackung einfach so nice ist und MAC hatte vorher, meine ich, gar nicht so tolle Mascaren und die ist dagegen auf jeden Fall nett. Genau. Nett. Ich bin gespannt. Ich möchte sie mir auf jeden Fall dann nochmal ansehen, wenn sie ein bisschen ja, mousiger geworden ist quasi. Also jetzt gerade war sie mir etwas zu feucht. So, und hiervon bin ich sehr begeistert. Das ist, und das ist ja auch schon ewig in aller Munde, von IT Cosmetics, die Your Skin But Better CC Plus, also die Color Correcting Full Coverage Cream. Und da ist auch Lichtschutzfaktor 50 drauf. Das reicht theoretisch natürlich nicht immer unbedingt aus. Das ist auf jeden Fall ein guter Lichtschutzfaktor und ich finde, den merkt man selber auch gar nicht so, sonst sind diese Sachen dann halt einfach immer so extrem pastig und nicht schön. Ich habe die jetzt heute nur in diesen Bereiche aufgetragen. Das mache ich halt meistens. Ich brauche es hier meistens gar nicht. Man kann es da auch ziemlich gut auftragen. Das hat hier in meiner problematischen Zone tatsächlich auch ziemlich gut gehalten und auf der Stirn. Es hat einfach, also der Name des Programms, Your Skin But Better, es sieht halt einfach wirklich richtig schön perfektioniert aus. Und dafür, dass es halt jetzt nur eine CC-Cream ist, hat das auf jeden Fall sehr gut auch meine Augenringe abgedeckt. So gut es eben geht, ne? Ich habe letztens noch gesehen, da hatte ich das aus Trashy 2.0 hatte ich hier. Das war der Under Eye Brightener oder irgendwie so ein Concealer von IT Cosmetics. Der war deutlich zu pastig für mich zum Beispiel. Den könnte ich da nicht tragen, aber da geht das wirklich ziemlich gut auch als Concealer durch. Genau, gefällt mir sehr gut. Werde ich mir vielleicht, wenn ich diese 12 Milliliter irgendwann mal aufgebraucht habe, wie gesagt, das ist ja jetzt eine kleine Packung. Übrigens, das fand ich gut, wenn ihr die große Packung kauft, dann habt ihr deutlich mehr Farbauswahl. Also auch so warme Töne und sowas. Und bei diesen kleinen hattet ihr jetzt nur die Obertöne. So, hier habe ich jetzt zum Beispiel Medium und ich glaube, es gab noch irgendwie so Medium Gelb oder Medium so eher rosa. Und da war deutlich mehr Auswahl bei der großen Verpackung. Aber mir hat jetzt das hier tatsächlich total ausgereicht in Medium und ja, hat mir sehr gut gefallen. Also das fand ich beeindruckend tatsächlich. Genau. Und dann habe ich jetzt noch einen Artikel bestellt. Ich wollte schon so lange sowas haben. Und ich habe mich aber immer nicht getraut. Und jetzt hat sich das hier so angeboten. Ach, das ist so. Vielleicht werdet ihr mich jetzt auch für bescheuert halten, aber der Sommer kommt und es ist ein Beauty-Kühlschrank. Also das sind Sachen, die die Welt nicht braucht. Trotzdem macht es mich gerade extrem froh. Ich finde das Ding total süß. Wir werden es jetzt das erste Mal auspacken. Ich hatte ihn noch nicht ausgepackt tatsächlich. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall langzeittechnisch mal berichten, wie sich das so macht, ob man das viel benutzt. Ich werde wahrscheinlich mir auch öfter mal eine Cola reinstellen, wenn genug Platz ist. Oh, das Ding ist so süß. Die hatten auch noch so einen coolen Organizer, den wollte ich auch erst noch holen. Das war wie so ein, sah aus wie ein Kühlschrank, der aber kein Kühlschrank ist, sondern mehr wie so eine Kapsel, den man sich hier hinstellen kann mit so ein paar Schubladen. Und den könnte man auch einfach wie einen Koffer greifen und mitnehmen.
Aber da drin konnte man halt sein ganzes Schminkzeug organisieren. Und das fand ich ziemlich süß. Genau, aber der war leider nicht vorig. Und oh mein Gott, ist der süß, Jungs und Mädels. Schaut nur. Ach Gott, ich bin verliebt. Das ist so süß. Ach, und oh, den kann man sogar warm machen, ist ja ein Ding. Also genau, den macht man hier jetzt auf. Und wenn man ihn dann aufkriegt. Ja. Oh nein. Der riecht aber auch genau, es riecht genauso wie beim Mediamarkt, wenn ich durch die Kühlschrankabteilung gelaufen bin. Da passt aber auch eine Menge rein. Guck mal, also der ist gar nicht so klein. Lass mich mal was nehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel das fiese. Gut, das passt nicht. War ja klar. Ich nehme jetzt mal hier diese Creme. Und das will da nicht rein. Wo sind denn meine ganzen Cremes? Gut, machen wir so und so. Das passt gerade so. Aber hier hinten, das ist richtig viel Platz. Ich würde sagen, wenn ich das rausnehmen würde, würde sogar so eine kleine Wasserflasche fast reinpassen. Also ich bin total angetan. Ich finde das Ding total süß. Und oh, das macht sich hier, das kann sogar im Hintergrund stehen. Das ist einfach so süß, oder? Also Jungs und Mädels, sag doch mal was. Ich finde das Ding total gut. Ich meine, man könnte es sogar, vielleicht sogar mitnehmen ins Auto. Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall finde ich den so süß. Ich bin total angetan von dem Ding. Also mega, mega, mega cool. Ist das echt? Ah nee, hier guck mal, das ist ein amerikanischer Stecker. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall, den europäischen brauchen wir natürlich. Finde ich aber nice, dass es dabei ist. Also das ist mein Highlight. Genau. Also allgemein hat mir die Bestellung ziemlich gut gefallen. Also vielen lieben Dank an Lookfantastic. Wie gesagt, benutzt gerne meinen Code ALINALF für bis zu 20% Rabatt auf, habe ich euch vorhin ja schon gesagt, auf nicht reduzierte und 5% auf reduzierte Sachen. Genau, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt geht es weiter mit dem DM-Haul. Die Sachen, die ich bestellt habe tatsächlich. Ich muss mir jetzt den Karton einmal hochholen. Moment. Ich gebe jetzt hier einfach mal die Sachen ganz direkt aus dem Paket raus. Ich habe hier jetzt zum Beispiel, genau, damit fangen wir an. Das wollte ich bei DM eigentlich mitbestellen. Das gibt es da nämlich auch, sowohl in der Filiale als auch online. Ich habe es aber vergessen, habe es jetzt bei Amazon nachbestellt, aber das gibt es da halt auch. Ich habe es auch schon ausprobiert, das ist so ein, wie soll ich sagen, Dermaglow steht jetzt hier drauf. Hoppala, da ist auch gerade schon rausgekommen. Wie gesagt, ich habe ihn schon benutzt. Da bekommt ihr diesen Stiel. Und da sind drei von diesen Klingen bei. Das ist halt einfach wie so eine Art besserer Augenbrauenrasierer. Ich kaufe die Dinger ja eh ständig nach. Jetzt dachte ich aber, versuch das doch mal. Vielleicht ist das irgendwie umweltfreundlicher, weil mir die anderen auch, die sind super schnell stumpf einfach. So, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen benutzt. Das ist eine recht lange Klinge. Also für Leute, die lieber so kürzere mögen, ist das vielleicht nicht so ganz geeignet. Aber ich finde den tatsächlich ziemlich gut. Der hat deutlich besser gearbeitet als die anderen günstigen, die ich sonst kaufe. Und danach war das Gesicht extrem, wirklich extrem glatt. Das ist halt zur Entfernung von kleinen Härchen, aber auch vor allem zur Entfernung von Hautschüppchen oder auch kleinen Unebenheiten. Das soll man sich natürlich jetzt nicht schmerzhaft wegmachen oder so, sondern nur einfach, was eh so abgestorben ist. Das gibt es manchmal auch so Verhärtungen auf der Haut. Das wird da eben alles entfernt und ich rasiere mir mein Gesicht schon seit Jahren. Ihr müsst das nicht machen. Ich finde das aber ziemlich praktisch, falls man das macht. Also ich habe jetzt auch nicht so die stärkste Gesichtsbehaarung, aber ich mag das einfach lieber. Ich sage das jedes Mal, wie mein Make-up dann sitzt. Ich mag es lieber, wie sich meine Haut anfühlt. Ich mag es lieber sehen, wenn mein Gesicht die Haare einfach oder diesen Mini-Flaum nicht hat. Und ja, für die Augenbrauen ist es auch ziemlich gut, genau. Und dann eben noch dieser Effekt, dass diese toten Hautschüppchen abgetragen werden. Darf man aber nicht zu oft machen, weil man natürlich sonst auch die Schutzbarriere der Haut ganz schön angreift. Und ich glaube, das machen wir alle doll genug und genau deswegen schön aufpassen. So, ich war mir nicht ganz sicher, obwohl es steht hier sogar auf der Packung. Ich habe es dann halt nicht gesehen. Ich wusste nicht, wie viele Klingen dabei sind. Deswegen habe ich mir gleich Klingen dazu bestellt und habe dann jetzt also insgesamt 6 Klingen. Ich kann es nur empfehlen, es hat mir sehr gut gefallen, aber vorsichtig damit, ne? Weil es ist halt schon wie so eine Art Mini-Skalpell, was ihr da über die Haut fahren lasst. Genau, so, ich habe zum Teil schon wieder vergessen, was ich bestellt habe. Hier ist zum Beispiel jetzt, also ich habe ein bisschen Make-up dabei, auch teilweise lustiges Make-up übrigens. Ich habe auch was zum Naschen dabei, was für die Deko und auch Hautpflege. Und ganz viel Hautpflege. Ich möchte meine Hautpflege. Mache ich ja eh ständig. Das ist der Color Tattoo 24 Hours Eye Stick. Ach ja, stimmt, das war von Maybelline. Den wollte ich mir mal anschauen. Oh, jetzt erstmal schön mein Nagellack hochgezogen. Aber den muss ich eh neu machen. So, also das war einfach eben, das sah aus, als wäre das neu. Der Color Tattoo 24 Hours Eye Stick, genau, habe ich ja schon gesagt. Das ist jetzt so ein ziemlicher Highlighter-Ton, also so ein bisschen Champagnerfarben. Da gab es auch noch andere schöne Töne. Den würde ich tatsächlich auch überwiegend, hier ist er, würde ich überwiegend tatsächlich als, ja, Inner Corner Highlighter nehmen.
so zum Aufhellen. Übrigens hier, ich habe jetzt leider schon zum Teil rübergemalt, man sieht aber tatsächlich noch so ein bisschen, wo ich die Foundation aufgetragen habe. Also die hat leider ein bisschen nachgedunkelt. Holt euch lieber wirklich ein bisschen dunkler. Wenn ich das jetzt im Gesicht habe, obwohl, da könnte es wieder passen vielleicht. Na, ich muss das mal im Gesicht ausprobieren, die Tage. So, den hier finde ich auf jeden Fall auch sehr schön. Der fühlt sich auch nicht zu nass an. Oh, und der ist schon festgetrocknet. Da konnte ich jetzt gar nicht mehr verblenden oder so. Also da schön aufpassen. Aber das ist ja eigentlich auch gut, gerade auf dem Auge, wenn man diese Sticks, diese cremigen Produkte als Lidschatten hat. Das ist ja einfach, das wandert super schnell in die Falten rein und dann sieht das nicht mehr so schön aus, leider. Genau. So, und dann hat ja Sophia Thiel ihre eigene Skincare-Brand rausgebracht. Die heißt The Skinimalist, genau. Da gibt es, meine ich, 5 neue Produkte. Das ist einmal eine Detox-Maske, eine Augencreme, eine Tagescreme, eine Nachtcreme. Und jetzt habe ich hier ein Serum mit Niacinamiden und Hydrokomplex. Genau das Besondere an dieser Firma ist eben, dass das alles in Stickform kommt. Dementsprechend einfach eine ganz neue Art und Weise des Auftragens ist. Ich lasse den jetzt hier mal eben zu, weil ich den gerne verlosen möchte. Deswegen trage ich den nicht weiter auf. Aber hier ist jetzt vorne eine Schutzkappe drauf. Das heißt, der ist auf jeden Fall versiegelt. Wollte ich euch aber auf jeden Fall wenigstens einmal gezeigt haben. Ja, also schaut euch das gerne mal an. Ich habe es jetzt bei mir, glaube ich, in der Filiale noch nicht gesehen. Zumindest als ich das im Internet gesehen habe, stand, dass es in meiner Filiale noch nicht ist oder überhaupt nicht ist. Ich weiß nicht. Bei den meisten waren Aufsteller. Zumindest habe ich das bei Instagram gesehen. Es kann aber auch sein, dass es normal ins Regal einzieht. Ich weiß nicht genau, wie lange es bleibt. Also, falls ihr euch das angucken wollt, dann los. Genau. So, ihr Süßen, sorry, da habe ich tatsächlich schon über eine halbe Stunde gelabert. Hier, viele von euch hatten mich angeschrieben, die hatte ich mir jetzt nochmal bestellt. Ich hatte ja letztens ein schwarzes kleines Armband und das hatte ich vor Ewigkeiten gekauft. Das gibt es so leider nicht mehr, aber genau, die sehen quasi genauso aus. Das sind jetzt einfach Haargummis. Ich weiß nicht, ob die für Kinder waren oder was. Auf jeden Fall wollte ich mir davon noch ein paar hinlegen, weil ich die halt als Armband einfach so süß finde. Auch in den Haaren finde ich so süß. Und ja, renn zu DM, die Dinger kosten 1,95 zwei Stück. Finde ich so, so mega süß. Einfach auch die Farbe, es ist der Oberhammer. Also genau für mich gemacht. So, und weil ich jetzt gerade Lust habe, das zu probieren, wir haben hier Krümelsticks Karotte. Ich glaube, das war neu. Natürlich ohne Zusatzstoffe, ohne Zuckerzusatz und ich weiß auch nicht, es hat mich total angesprochen. Ich will das jetzt unbedingt mal probieren. Wir machen das jetzt mal kurz. Oh, boah, das riecht. Das riecht komisch. Das schmeckt total widersprüchlich. Also, es riecht wie diese Bacon-Dinger, diese Bacon-Chips, wo, keine Ahnung, 0,1% Bacon-Geschmack drauf ist oder so. So riecht es erstmal. Dann fasst man das an, dann ist das so, ich glaube, das ist so Maiszeugs, oder? Bio-Mais mit Karottengeschmack, genau. Ja, ja, und dann riecht das so nach Karottensaft, aber du hast diese Maiskonsistenz halt. Und das, also man erwartet erst, und das ist irgendwie auch erst sehr kräftig, dennoch ist es dann eben süß im Abgang, also es ist total zart, aber doch irgendwie intensiv. Ich weiß auch nicht, das gefällt mir gut, muss ich sagen. Könnte mir vorstellen, dass es jetzt für Kinder unter einem Jahr steht jetzt zwar auch nicht drauf, aber weiß nicht, ob ich, ja, für Kinder ab 3 Jahren, ich wollte gerade sagen, ich glaube, für Jüngere würde ich das jetzt noch nicht empfehlen. Dafür ist es irgendwie zu intensiv, aber es ist lecker. Also es hat was. Ich könnte weiter essen, aber ich lasse es gerade. Ja, genau, dann hier. Auch total interessant. Die hatten davon, die haben jetzt öfter auch Sachen von Revolution oder Revolution Pro. BH Cosmetics gehört übrigens auch ja mittlerweile zu Revolution. Und ich fand das jetzt so interessant. Ihr werdet mich wahrscheinlich irgendwie auslachen oder so, ich weiß nicht. Revolution Man habe ich jetzt hier. Hair Powder Concealer Stick ist das. Full Coverage, Fuller Hair Effekt. Und ja, ich habe euch das ja schon mal erzählt. Hier zum Beispiel, hier habe ich so eine Stelle, da manchmal wachsende Haare, manchmal weniger. Und ich habe hier ja auch immer so, da sieht das manchmal einfach so aus, als hätte man schon dichtes Haar. Und ich dachte, ich gucke mir das jetzt mal an, ob das was dafür sein könnte oder dagegen eher gesagt. Und habe deswegen jetzt die Farbe Schwarz hier bestellt. Ich habe zwar jetzt nicht direkt schwarze Haare, aber so schwarzbraun ist das halt. Und meistens, hoppala, ist dann die braune Farbe einfach noch zu rotstichig auf der Kopfhaut. Und ich wollte mir das einfach angucken. Also, das kommt hier so als Stick. Und dann ist hier ein Schwämmchen drin. Oh, Moment, mich juckt's. Ja. Ihr müsst wissen, es ist schon abends, deswegen sieht man... Oh, ja, guckt mal hier. Also das ist wie... Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Ich muss mir das kurz aufschlagen. Moment, du bist hier ein Spiegel, Mensch. Alles voll. Das ist ja der Hammer. Das finde ich mega gut. Guckt mal hier, wartet. Da. Ich hatte jetzt nämlich... Also für solche... Es ist jetzt hier nicht ganz so doll. Aber man sieht einen kleinen Unterschied, finde ich. Ich habe sonst immer diese Ansatzsprays
für solche Fälle benutzt. Einfach, dass das kurz so ein bisschen dichter aussieht. Aber erstmal mochte ich von dem günstigen von Rossmann zum Beispiel, ist mir richtig schlecht geworden von dem Ansatzspray. Und es ist manchmal halt auch nicht so ganz präzise. Man trifft einfach nicht. Gerade hier vorne möchte man das ja schon präzise haben. Aber guck mal, das sieht ganz gut aus. Finde ich richtig, richtig gut. Und das kann man natürlich auch für den Bart benutzen. Zum Beispiel. Also mega, mega cool. Kann man sich mal angucken. Also das finde ich richtig, richtig cool. Ist ja auch wirklich intensiv. Also richtig, richtig nice. Ich freue mich gerade total darüber. Was ist denn das hier? Na, das ist jetzt aber keine Liebe, muss ich ja mal sagen. Ich war gerade im Schleifenfieber, als ich die anderen hier Haargummis ausgesucht habe. Und die wurden mir dann auch mit vorgeschlagen. Dachte ich, gucke ich mir mal an. Na, irgendwie, weiß nicht. So ganz schlimm ist es jetzt nicht, aber irgendwie auch nicht so ganz so nice, ne? Naja, aber es gibt Schlimmeres. Gucke ich mir mal mit an. Vielleicht trage ich das dann auch als. Oder ich verschenke es. Mal gucken. Mal gucken. Auf jeden Fall ist es ja eigentlich ganz süß, doch. So, BH Cosmetics Los Angeles Power Tame Clear Brow Gel. Genau, Before and After steht hier drauf. Genau, es ist einfach ein Augenbrauengel. Das sah so aus, als wäre es halt ziemlich fest. Das wollte ich mir mal angucken. Die hatten auch, meine ich, so ein Gel zum Laminieren. Das wollte ich mir auch erst holen, aber ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Hier irgendwie meine Augenbrauen, die sind eh immer schon so festgeklatscht und die wellen sich manchmal sogar ganz komisch. Dadurch, dass die so dicht auf der Haut sind, aber das geht ja vielen so, die das so festklatschen. Und ja, da wollte ich mir das jetzt jedenfalls mal angucken. Das ist so ganz, das sieht jetzt gerade total normal aus. Ich werde es die Tage mal benutzen und gucken, wie lange das hält, wie fest das ist und so. Fand das jetzt einfach interessant. Aber vielleicht hätte ich doch das andere nehmen müssen. So, hier fühlt es sich normal fest an. Also etwas fester als so die üblichen, sag ich mal. Aber wir werden jetzt nochmal sehen. Ich denke, das ist aber ganz okay. Wahrscheinlich aber nichts überdurchschnittlich Gutes. So. Dann habe ich hier, das habe ich nochmal zur Verfügung gestellt gekriegt von Garnier. Die haben jetzt eine neue Vitamin C. Ich glaube, da kommt jetzt auch noch irgendwie Nachtserum raus oder so. Hier ist jetzt jedenfalls Vitamin C Glow Booster Serum mit 3,5% Niacinamid und Vitamin C und Salicylsäure. Das soll halt die Haut hier und da so ein bisschen aufhellen. Genau, mildert dunkle Flecken sichtbar. Ich habe nämlich zum Beispiel eine Narbe am Bein. Da denke ich manchmal, könnte ich mal rauf machen, ein bisschen gucken. Ich hatte tatsächlich auch mal sowas mit Vitamin C von Rossmann, was auch die Narben so ein bisschen aufgehellt hatte. Irgendwie gegen Altersflecken oder so war das. Jetzt zwar noch nicht so krass, aber genau, da wollte ich es dann doch mal versuchen. Im Gesicht versuche ich es immer mal wieder mit Vitamin C. Meistens möchte meine Haut das nicht unbedingt, aber vielleicht finde ich ja irgendwann doch nochmal ein Präparat oder eben ein Produkt, was das eben ganz gut macht. Und ja, dachte ich, okay, ich versuche es mal, als sie gefragt hatten. Ne? Und das hier finde ich halt auch super interessant. Das ist eine Glow Booster Augenpflege. Es kann auch sein, dass ich mich jetzt doch nicht traue, das zu benutzen und das dann doch verlose. Ich schaue mal. Ich mache meine Verlosungen übrigens für die Leute. Ne? Ich mache die, also für die Leute, die sich dafür interessieren. Ich mache die Verlosungen meistens in Livestreams. Also wenn ihr da was gewinnen wollt, dann kommt immer in die Livestreams. Es lohnt sich meistens. Nicht jedes Mal, aber meistens doch. So, das ist jedenfalls die Glow Booster Augenpflege. Und da ist Koffein drin und Vitamin C. Und was ich ziemlich interessant fand, war Bananenpuder. Antimüdigkeit. Also auch das schaue ich mir vermutlich sehr gerne mal an. Vielleicht behalte ich auch nur die hier und gebe das andere Serum weiter. Mal schauen. Ganz lieben Dank natürlich auch an der Stelle, an Garnier. Und genau, jetzt geht es hier weiter mit meinen gekauften Sachen. Hier sind sehr viele praktische Sachen drin. Das hier fand ich zum Beispiel auch extrem süß. Das habe ich mir jetzt mitbestellt für Geschenke in der Zukunft zum Beispiel. Oder wenn ich mir irgendwas dekorieren möchte, irgendwas beschriften will. Ich fand die einfach so süß. Das sind halt so kleine Tafelherzen. Die lassen sich mit Kreidestiften beschriften und sind vielseitig als Dekoration verwendbar, steht jetzt hier. Genau, Durchmesser 5 cm auf Holzklammern. Ich fand das einfach total süß. Ich weiß gerade nicht, was sie gekostet haben. Ach, hier steht 1,95, also knapp 50 Cent pro Stück. Das ist eigentlich ganz süß. So als Geschenk kann man das, finde ich, mal machen. Und vor allem kann man sie ja dann auch wiederverwenden. Ich einfach mal dreimal mitgenommen. Ich habe noch nichts Konkretes im Auge, aber ich bin mir sicher, ich werde das mal brauchen. Ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Genau. Was ich auch ganz dringend brauchte. Und da habe ich gleich wirklich ganz viele mitbestellt. Ich kaufe meistens richtig auf Vorrat und dann brauche ich eine Weile nicht mehr. Und zwar hatte ich jetzt Allzwecktücher gebraucht. Meine waren alle leer. Und bei Action letztens hatte ich irgendwie keine Lust, die mitzunehmen. Und die hatten jetzt hier so wunderbare, wunderbare Duftdinger. Hier Duftnoten. Limited Editions. Duftstyle, sanfte Noten von Fresie und Veilchen. Oh mein Gott, ich glaube, und die sind auch noch lila. Ich glaube, das wird große Liebe. Ich mache die direkt einmal auf, weil. Mh,
Riecht irgendwie nach Arztpraxis, keine Ahnung. Also das war jetzt nicht ganz so nice, aber kann man natürlich, also die Dinger kann man immer gebrauchen, ne? Sowohl für Toilette als auch allgemein eklige Sachen oder auch Katzenklo. Gerade auch vor der Katzentoilette, wenn da mal was fallen lässt, ne? Da bin ich froh, wenn ich dann nicht mit einem normalen Mikrofasertuch, was ich wieder in die Wäsche schmeiße, da rangehen muss. Genau, dafür ist das auf jeden Fall gut. Und dann gab es da noch so Doppelpackungen hier. Dann habe ich auch zwei Stück und das waren auch Limited Editions. Das ist einmal die Küstenliebe mit frischem Duft nach Bergamotte und Ember. Genau, ist auch so eine süße Urlaubsverpackung. Das ist halt so ein Zweierpack. Ich glaube, die sind nicht wirklich günstiger. Aber man hat halt gleich einen Vorrat. Und hier dann auch nochmal 2x50 Tücher. Das ist aber... Ich glaube, bei Action sind deutlich mehr drin. Also ich glaube, die von Action sind schon deutlich hier. Ja, das ist jedenfalls die Landpartie mit verträumtem Duft nach Birne und Feige, genau. Also die durften dann auch noch mit. Und ja, ich denke, ich bin dann erstmal eingedeckt. Ich hoffe, habe ich noch mehr bestellt? Ich glaube nicht. Nee. Aber hier ist noch was ähnlich Verwerfliches. Und zwar ein Dreierpack feuchtes Toilettenpapier mit Hamamelis-Extrakt und Cremeduft. Das letzte Mal, als ich die gekauft habe, stand da nochmal drauf, dass die umweltfreundlich sind. Irgendwie auf jeden Fall, spürbar und biologisch abbaubar steht noch drauf. Ich hoffe, das ist halt auch so. Manchmal ist es einfach notwendig. Wir haben zwar auch ein Bidet, aber ich packe die auch ganz gerne zum Beispiel ins Auto für unterwegs. Und ja, da kann man auch andere Tücher für nehmen, aber multifunktional. Genau, hier, oh ja, da weiß ich gar nicht mehr, aber das sieht so schön aus. Ist das eine Limited Edition oder ist das... Saisonware oder was ist das? Es sieht wunderschön aus. Das ist von Balea Flower Dream, der Duschschaum mit Kornblütenextrakt. Und ich finde die wunderschön, die Verpackung. Oh mein Gott, das ist also wirklich, das ist ja auch schon das neue Design hier von Balea. Und das heißt schon, das gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon eine Weile. Aber warte mal, ich möchte das riechen. Es riecht tatsächlich recht natürlich. Also nicht zu penetrant süß-eklig, aber auch nicht zu... Also schon ziemlich naturbelassen, wenn man das mal so sagen will. Also wirklich schön, doch, gefällt mir auf jeden Fall. Ja, dann ist hier noch was zum Essen. Aber jetzt habe ich, glaube ich, gerade... Das ist die Kokosschnitte Limited Edition. Doch, ich werde es wahrscheinlich auch machen. Also das sind so kleine Stückchen hier. Recht gut einzeln entnehmbar. Ist bis Januar haltbar. Interessiert wahrscheinlich gerade keinen, aber ich möchte das ganz gerne mal probieren hier. Riecht gut. Mmh, oh mein Gott, ist das lecker. Also wenn ihr Kokos mögt, unbedingt probieren. Das ist leicht süß, also nicht extrem krass süß, nicht so wie Marzipan. Aber es ist halt so in die Richtung. Von der Konsistenz her ein bisschen weicher. Doch, gut. Oh ja. Richtig lecker. So, weiter geht's. Ja, hier, ich glaube, das gehört da auch dazu. Flower Dream, die Tuchmaske mit Rosenblütenextrakt. Die fand ich halt auch so super schön. Wollte ich mir gerne wenigstens eine hinlegen. Und ja, da haben wir sie. Und die sieht einfach total hübsch aus. Also die lassen sich aber auch einfach immer so was Schönes einfallen. Und die hatte ich tatsächlich bei uns noch nicht bekommen. Ich habe auch ein bisschen Angst vor ihr. Das ist die Tuchmaske Fruity Peach. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Pfirsichextrakt und Hyaluro. Genau. Die haben ja jetzt irgendwie in den letzten Jahren öfter mal solche Masken rausgebracht, die immer so aussehen wie so ein Getränk oder ein Eisbecher oder Waffeln oder irgendwie was. Und das ist dann jetzt wohl die Sommer-Edition. Sieht auch total schön aus. Ich freue mich schon drauf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, genau, das ist schön. Und hier ist noch was Neues. Passt mal auf. Von der Plexcare-Reihe. Hier ist die 2-in-1 Haarmaske. Die haben sie jetzt neu. Die hatten ja vorher nur das Shampoo und die Spülung. War beides jetzt nicht so der Oberkracher bei mir. Ja, das Serum fand ich aber ziemlich gut. Stimmt, die hatten noch so ein Serum, so ein Spitzenserum. Das fand ich ziemlich gut. Genau, und die Kuh möchte ich mir deswegen eben auch nochmal angucken. Die ist recht groß. Ich habe mir die kleiner vorgestellt. 250 Milliliter. Und das hat halt so einen angenehmen Spender. Finde ich ziemlich cool. Und genau, da werde ich natürlich auch nochmal gucken, wie das ist. Das hier brauchte ich unbedingt. Make-up-Korrekturstäbchen, genau. Da habe ich im Moment einen recht hohen Verschleiß, komischerweise. Ja, ich schmiere mir ständig irgendwie mein Augenlid voll mit Wimperntusche, komischerweise. Aber das passiert auch nur, wenn ich gerade eine schwierige Phase mit den Wimpern habe. Aber ja, gut, das haben wir. Und das hier, das habt ihr mir schon ganz oft empfohlen. Ich nehme ja diese... sind diese Caps für die Spülmaschine. Entweder von Somat oder auch von Finish. Von Finish, die waren eigentlich immer meine Liebsten, aber ich habe jetzt letztens auch Somat mal gekauft. Ist auch ziemlich gut. Und manchmal habe ich aber noch ein bisschen Probleme mit Rostflecken. Aber wirklich nur noch ganz selten. Aber ihr habt mir den hier empfohlen. Das ist der Rostschreck von Die Höhle der Löwen.
Rokitas Rostschreck. Genau, verhindert Rostflecken auf Bestecken, Töpfen und Pfannen. Nie wieder Rostflecken. Ich hoffe das sehr, dass das funktioniert. Das hatte so mittelmäßige Bewertungen. Also irgendwie schon, viele sind begeistert, aber viele irgendwie auch nicht so ganz so angetan. Deswegen wollte ich es jetzt gerne endlich mal selber ausprobieren. Das gibt es ja jetzt auch, glaube ich, schon eine Weile, oder? Auf jeden Fall haben wir da wirklich öfter mal Rostflecken. Aber sonst halt gar keine Flecken mehr. Die Dinger sind wirklich richtig gut hier, diese Caps. Auch wenn die auch ganz schön teuer sind. Aber man muss halt echt nichts noch hinzufügen, ne? So. Dann habe ich für meinen Sohn was mitbestellt. Tatsächlich. Und zwar gab es hier neu von Axe das Blue Lavender Mint and Amber Scent Duschgel. Das sieht so aus, als hätten sie irgendwie einen Schluck völlig vergessen. Aber ich glaube, das gehört so. Ich finde die Verpackung tatsächlich schon mega schön. Ich glaube, da gab es noch zwei andere neue Nuancen. Das weiß ich aber gerade nicht. Oh, das ist aber schon, oh, das riecht aber schon kräftig, kräftig nach Lavendel. Auch ziemlich scharf tatsächlich. Also, da seid ein bisschen vorsichtig. Aber es riecht schon, also es hat was. Aber es riecht echt intensiv, ne? Naja, mal gucken, ob er das mag. Und wenn nicht, dann verlose ich das auch nochmal mit. Aber eigentlich ganz cool, ne? Also, ich finde es so total ansehnlich. Ja, und dann gab es hier ein neues Parfum. Ich habe mir jetzt aber erstmal nur den Body Splash mitbestellt, weil mir das irgendwie zu teuer war und manchmal ja auch ein bisschen, ich habe ja jetzt hier auch ein neues Parfum, wahrscheinlich reicht das eh erstmal die nächsten 10 Jahre gefühlt. Jetzt war hier aber von Max und das hörte sich so interessant an, das Summer Bliss Fragrance Body Splash, genau. Also es ist eher wie ein Spray und deswegen habe ich das auch bestellt, weil es vielleicht einfach ein bisschen zarter ist hoffentlich als das Parfum. Und ich habe vorhin ganz kurz einmal schon dran gerochen. Minimal blumig, aber überwiegend eben so zitrisch. Und das finde ich tatsächlich, oh Gott, ich wollte es gerade aufsprühen, ich lasse das aber gerade lieber wegen des Parfums, sonst stinkt das nachher zusammen. Aber ja, das werde ich mir hier irgendwie hinstellen und öfter mal sprühen, denke ich, wenn ich das gut vertrage. Wie gesagt, das ist auch immer, vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr auch Migräne haben solltet. Ich kann, also Parfum triggert mich wirklich ganz, ganz, ganz oft, ne? Also zumindest, wenn ich es trage. Wenn ich es jetzt bei anderen rieche, dann macht das eigentlich nichts. Es sei denn, ich inhaliere die direkt und die haben so extrem, extrem Übergeruch. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Genau, und in der Parfümerie hält die es auch nicht lange aus. Und wenn ich irgendwo so Düfte ausprobiere oder so, 2, 3 Parfums und dann ist aber wirklich, wirklich am Limit. So, die brauchte ich unbedingt. Die hatte ich letztens gebraucht, als ich auf die Glow gefahren bin. Da wollte ich eigentlich meine Visitenkarten reinpacken. Einfach damit die geschützt sind so ein bisschen und nicht voll geschmiert werden mit irgendwas. Das sind Gefrierbeutel, 1 Liter. Sieht bestimmt super professionell aus, wenn man die da drin hat. Nee, aber einfach damit da weder Make-up raufkommt, noch irgendwelche Getränkeflecken oder so. Die Dinger, ne, also Visitenkarten kosten auch Geld. Und ja, jedenfalls dafür durften wir mit. Da kommen auch manchmal so Sachen rein. Weiß nicht, früher hatte ich die Masken da reingepackt, als wir noch die Masken überall tragen mussten. Oder die Tests musste mein Sohn mal eine Zeit lang mit in die Schule nehmen. Sowas kommt dann da rein halt, ne? Genau, und was super wichtig war. Der letzte Artikel dieser Bestellung ist hier mein Denkmittel-Hygienespüler. Der war mir tatsächlich ausgegangen. Habe ich jetzt 2-mal nachbestellt. Den vergesse ich in letzter Zeit tatsächlich auch öfter mal. Und genau. Ja, den mache ich immer ins Weichspülerfach statt Weichspüler. Ich habe ihn auch schon vermischt mit Weichspüler. Ich glaube, das war nicht ganz so sinnvoll, aber ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, es macht auf jeden Fall was. Und gerade auch mit den ganzen Sachen, die so draußen immer einfach vielen ekelhaften Einflüssen ausgesetzt sind, bin ich immer ziemlich froh, das Zeug benutzen zu können. Genau. So, ihr Süßen. Das war's. Eine Sache zeige ich euch noch kurz. Eigentlich passt es hier nicht so richtig rein, aber ich habe mir mit meinem eigenen Code bei M.A.S.A.M. noch was zum Muttertag bestellt gehabt, weil ich das Gefühl hatte, mich selbst loben zu müssen. Nein, nein, aber eigentlich ist der Muttertag auch nicht unbedingt dafür da, sich selbst zu belohnen, aber ich empfand das gerade so, dass ich jetzt das als Grund nehmen müsste, mir da etwas zu bestellen mit meinem eigenen Code. Ich hole euch das mal kurz. So, also die hatten da einen Sale und mein Code ging da halt noch drauf und deswegen habe ich bestellt und die hatten letztens halt schon ihre, alle reden über diese Body Peelings von M.A.S.A.M. Liebe Katrin, liebe Grüße an dich. Alle lieben die irgendwie und hoffen sie immer in dem Mystery Bag zu haben von M.A.S.A.M. Muss ich mir nächstes Mal übrigens auch unbedingt mal kaufen, falls ihr das auch ausgepackt haben wollt. So, ich habe mir jetzt jedenfalls das hier mitbestellt, das war letztens schon reduziert auf 8,99 €. Alle Peelings, glaube ich, die hatten auf jeden Fall viele aus so einer Art Serie und da wollte ich schon bestellen, da ging mein Code aber nicht drauf und ich habe es dann vergessen und jetzt habe ich mir dann mit meinem Code, ich weiß gerade nicht genau, wie viel ich jetzt bezahlt habe dafür, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall geholt. Ich mache es jetzt auch direkt einmal auf und es sieht schon, es riecht auf jeden Fall mega gut. Ja, auf jeden Fall das durfte mit. Das Peeling, mein Akku, der blinkt gerade, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Dann habe ich mir das Magic
Finish Make-up nochmal geholt. Das gibt es jetzt nämlich in einer richtig dunklen Nuance. Habe ich mir in einer kleinen Sorte hier jetzt halt geholt, in der kleinen Größe, weil ich das mit der normalen gerne mischen möchte, weil dieses Summertime, das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen, und das sitzt nicht so gut. Und ich hoffe, dass das so in dieser Kombination dann besser passt, wenn ich mein normales Mousse damit ein bisschen dunkler mache, weil im Sommer ist es ganz, ganz leicht zu hältern. Genau, dann hatte ich hier noch den Concealer, Magic Finish Perfect Blend Concealer, den wollte ich auch schon länger mal ausprobieren, habe ich mir letztens sogar bei Rossmann fast mitgenommen. Den habe ich mir dann auch gekauft und die hier in der XXL-Variante, die Hyaluron Repair Creme, fand ich einfach irgendwie, die war krass reduziert und ja, ich wollte es einfach gerne probieren. Und bis jetzt ist sie auch ganz gut. Ich liebe die Sachen von M. Awesome echt richtig, richtig doll, also guckt da gerne mal vorbei, falls ihr auch gucken wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank für die ganzen, Dinge, die mir zugeschickt wurden. Danke, dass ihr es euch angeguckt habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht findet ihr auch was Schönes in den Shops. Macht's gut und bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag und bleibt gesund. Genau. Macht's gut. Tschüss.